Jo, hallo liebe Leute. Immer wieder mal am Schlüssel auf Twitch mit einem Stream. Ein herzliches Willkommen an meine Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr habt Fun. Ja, machen wir mal die restlichen Einstellungen noch. Die wir noch so brauchen. Okay. Jetzt alles. Da haben wir alles. Aber irgendwas fehlt mir da. Jetzt habe ich ihn wieder. Meinen Chat. So, das Ganze da müssen wir speichern da. So. Und jetzt, liebe Leute, kaufen wir uns einmal unser Grundstück. Müsste da oben irgendwo sein, jawohl. Ich selbst kenne die Karte aus dem LS19 noch. Was ich da so sehe, hat sich wirklich nicht viel verändert, eigentlich gar nichts von der Karte selbst. Finde ich ja schon mal positiv. Gut, dann kaufen wir uns da jetzt mal einen Traktor. Natürlich, wenn wir einen gebrauchten Traktor brauchen, bekommen wir den wieder mal nicht. Eh ganz logisch. Kann ich machen, was ich will und tun, was ich will. Leider, leider. Also, wir müssen ihn einfach mal neu kaufen, diesen Trecker. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir kaufen uns da einen Klaas. Bei den gibt es bis 205 PS. Da können wir dann auch die Presse etc. gut damit ziehen. Ja. Sind zwar mal 150.000, aber macht ja nichts.
Das Kennzeichen ist mir eigentlich egal. Das lasse ich jetzt, das lasse ich so, wie es ist. So. Dann eventuell gleich mal ein Mähwerk dazu. Dann nehmen wir am besten das da gleich. So, dann werden wir da mal mit diesem Traktor, mit diesem Mähwerk. Mal auf das Hofgelände fahren. Weil nachdem das Land da ja schon ziemlich lange brach liegt, wird da sicherlich einiges zu mähen sein. Habe ich mal so das Gefühl. Tja, ihr fragt euch jetzt sicher, warum bin ich jetzt plötzlich auf einer anderen Karte, warum bin ich plötzlich im Singleplayer, etc. pp. Faktum ist, das Gemeinschaftsprojekt wurde aus persönlichen Gründen geschlossen. Bauer Sepp lebt zwar weiter, aber nur mehr auf YouTube. In CRN-Form auf Video. Ja, ich war halt dann. Bei der Überlegung. Das alte Safe Game konnte ich wegen der Verlegung nicht weiterführen. Ging nicht. Und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, da mal eine etwas andere Schiene zu nehmen. Und deswegen habe ich mir da diese Karte gesucht und zum Glück auch gefunden. Ja. Das ist dann mal so im Groben die Erklärung, warum es plötzlich anders ist. Und nein, ich bin keiner, der heute dieses Projekt hat und morgen dieses Projekt hat, überhaupt nicht. Aber ja, es war halt einfach nicht anders möglich. Wenn ihr irgendetwas bei mir vom ETS sehen möchtet, gibt es auch nur mehr in YouTube-Form. Und zwar auf dem Kanal Austria Tracker 1. Wartet mal, den werde ich euch da mal kurz einblenden, da muss ich schnell was machen. Ganz kurz, Leute, ganz kurz. Es dauert nicht lange.
Muss ich da schnell was richten? Tadala, bitteschön. Bitte gleich. Bitte genau so schreiben, sonst kommst du in einen ganz anderen Kanal auf YouTube. Und das wäre dann für euch nicht der gewünschte Effekt. So, ja. Auf YouTube heißt die ETS-Serie Fahrer Karl. Und Farming Simulator ist es der Bauer Sepp. Zugkeiler, grüß dich, Servus, danke für deinen Raid. Na, wie geht's dir? Alles gut? Servus, Servus. Oh, war der erste Stream mit Windows 11? Okay, und hattest du irgendwelche Unterschiede? Zu Windows 10? Nein, bitte so. Oh, ich habe es nur einstellen musste. Komm und schöner, wunderbar, freut mich, freut mich.
Was gibt's sonst Neues bei dir, Zugheiler? Hatte einen Arbeitsunfall und bin seit 2 Wochen krank geschrieben. Oh, einen Arbeitsunfall. Okay, was ist denn euch passiert? Wenn ich fragen darf. Wie schlimm hat sich denn leicht erwischt?
Ja, dann gehen wir halt mal ein bisschen Gras mähen da. Dass wir da mal die Wildnis etwas beseitigen können. Das Ganze da mal etwas ordentlicher ausschaut. So, Moment, da habe ich jetzt etwas Längeres bekommen. Eine Mitarbeiter unserer großen Müll Tonnen ausgeleert. Die letzte hat gut 40 Kilo gewogen.
Die ist mir aus der Hand gerutscht und hat mir den Daumen eingequetscht. Zwischen Ameise und Tonne. Oh, Zugheller, das hört sich nicht gut an. Nein. Da hat es der Glück, dass er. Da hat es ja wahrscheinlich Glück, dass da. Dass nicht mehr passiert ist. Da wünsche ich dir eine gute Besserung, dass du bald wieder auf den Beinen bist. Und einen schönen Zwangsurlaub. Einen ungewollten. Ja, sowas ist mir auch schon passiert, Zugheiler. Aber nicht mit einer Mülltonne, sondern mit einer Eisenstange. Nur bei mir war es nicht der Daumen, sondern gleich die ganze Hand. Hat auch ziemlich weh getan. Kann ich da ganz gut nachempfinden. Das zum Glück nur eine Moment zu keiner. Ich müsste wieder mal die Bahn finden. Eine starke Strauchung. Na, hast du noch mal Glück gehabt? Servus, Pink Lady. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Alles gut? Dankeschön, mir geht's gut. Sabrina, sehr gut sogar. Bestens. Servus Rico, grüß dich. Meine Frau ist gerade im anderen Raum drüben, im Schlafzimmer, und tut da gerade Wäsche sortieren. Ich bin gerade allein im Wohnzimmer. Aber sie wird dann sicherlich zu einer Rauchpause rüberkommen, dann wirst du sie sicherlich hören. Meine bessere Hälfte.
Und Sabrina, was gibt's Neues bei dir? Erzähl mir mal was. Oh, hoppala, das gehört ja schon gar nicht mehr zu meinem Land, was ich da gekauft habe. Na gut, dann drehen wir halt wieder um. Macht ja nichts. Enrico, was gibt's bei dir Neues? Nix, alles wie immer. Naja, das hört sich ja schon mal gut an. Also Rick und nix ist immer gut. Nix ist in diesem Fall bestens.
Ach, und mal ein bisschen Licht, dass wir da was sehen im Schatten. Und dann mal die Richtung wechseln. Ja, liebe Leute, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und zwar, dass es ab morgen bei mir einen Streamplan geben wird. Und zwar jeden Freitag. Die genaue Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, aber es wird nicht zu spät sein.
So viel kann ich vorab schon mal sagen. Das heute war ehrlich gesagt ein Spontanstream von mir. Ja. Und ab nächste Woche gibt es dann jeden Freitag einen Stream. Bei mir auf dem Kanal. Wer möchte, ist herzlich eingeladen zuzuschauen. Okay, das ist wieder vorbei mit dem Stück Land von mir.
Voilà, dann mal den nächsten Felsen da frei mähen. Mal einen Schluck Kaffee nehmen. Nein, den Felsen lasse ich aber stehen. Der würde etwas Aua machen. Und haben wir was vergessen? Okay, es gibt nachher mit.
Nun hätten wir diesen Felsen auch geschafft. Aber weiter zum Wald brauche ich eh nicht ranmähen. Das wäre irgendwie sinnbefreit. So Leute, was haltet ihr von der Karte bis jetzt? Würde mich wirklich interessieren, wie da eure Meinung zu ist. Seid ihr überhaupt noch da?
Oh, ein Flugzeug.
Sofort aber auch gleich mal mit. Dass es nicht so einsam und verlassen dastehen muss.
Ja, liebe Leute, mit dieser Bahn ist dann Schluss für heute. Nachdem das VOD auf Twitch bei mir nur 7 Tage lang zum Anschauen ist, werde ich es euch auf YouTube bereitstellen. Ich werde es dann gleich nach dem Stream bei YouTube hochladen. Sowie auch die zukünftigen VODs stelle ich euch zusätzlich auf YouTube auch noch bereit. So, die Bahn ist, haben wir nochmal angefangen. Na gut, liebe Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Sag mal ein ganz recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns dann am Freitag, also kommenden Freitag, hoffentlich wieder. Wie, wann, genau, zwecks Uhrzeit, könntest dann eh meinen Streamplan entnehmen. Ich suche uns noch einen Kanal raus, wo wir hinreden können. Schauen wir mal, wer noch. Live ist. Hab schon jemanden gefunden. Ja, habe ich ja halt schon jemanden gefunden. Die freut sich sicher über unseren Besuch. Tust du bitte was für mich? Dankeschön. Ja, wo ist sie? So, wie hat die jetzt wieder geheißen? Muss ich mal kurz googeln. Ganz genau, wie die geheißen hat. Ist irgendwie nicht in der Redliste drinnen. Da haben wir sie ja schon. Na gut, liebe Leute. Nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Baba. Schloss Berglust ist.